Ja, ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Klar, da kein Tor gemacht, da freue ich mich grundsätzlich drüber. Für ihn jetzt persönlich nicht, aber aus unserer Sicht. Trotzdem haben wir gerade in der ersten Halbzeit gesehen, dass er gefährlich war. In der zweiten hat man ihn gut im Griff. Die beiden haben sehr gut gegen ihn verteidigt. Ja, ich habe ihn kurz nach dem Spiel gesehen, kurz in den Arm genommen. Aber ich spiele jetzt beim anderen Verein und ich habe sehr viele Spieler, um die ich mich kümmern muss. Ich habe jetzt echt diese Woche, glaube ich, ich würde mal sagen, 65 Fragen zu Levi beantwortet und die müssen wir jetzt dann irgendwann wieder in Xavi stellen, weil er ist nicht mehr mein Spieler. Und wahrscheinlich wird das auch nicht mehr. Noch nicht alles oder nicht so viel. Benji war ein bisschen benommen aufgrund der Aktion. Deswegen haben wir da gewechselt, aber ich habe jetzt noch keine Informationen. Und bei Luki ist es so, dass er gefühlt hat, dass irgendwas gerissen ist im Adduktorenbereich. Aber wir wissen es natürlich noch nicht, wir müssen jetzt ein Bild machen. Aber der Bewegungsablauf war jetzt nicht ganz so rund in der Kabine. Von dem her gehe ich schon davon aus, dass da irgendwas ist. Aber ich weiß jetzt noch nicht 100% genau was. Kann ich noch nicht sagen. Da war ich wirklich sehr zufrieden, haben natürlich ein wichtiges Standardtor gemacht, schnell ein zweites nachgelegt. Und danach auch mit mehr Selbstvertrauen, natürlich aus einer tieferen Position. Aber Barca ist einfach sehr aufgefächert, ist nicht so leicht, das zu verteidigen. Viele gute Fußballer. Auch in der zweiten, finde ich, war mal besser. Barca war in der ersten wahrscheinlich den Tick besser. Und am Ende haben wir die Effizienz heute gehabt, die wir vielleicht gegen Stuttgart oder auch gegen Gladbach vermissen lassen haben, gezeigt. Und deswegen aufgrund der größeren Effizienz am Ende gewonnen.